was bisher geschah. Ah! König Kaelin zu Ehren. König Kaelin und Dankungsrund. Alles passiert. Ziegen besitzen. Nur Kaelin. Nun sind die Kronwächter ohne Denken. Endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Ich bin Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und wir befinden uns in der Wildnis, wo ich gerade eure Wunden verbinde. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Der misstrauische Dämlack, der bei euch war. Ja. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Ich weiß nicht. Sie teilt mir nur selten mit, was sie vorhat. Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. Glaubt ihr, sie würden sein Gestammel wollen? Falls ja, sind die grauen Wächter ganz anders als in den Legenden. Ich... gern geschehen. Aber das meiste hat Mutter gemacht. Ich bin keine Heilerin. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Für den Moment sind wir sicher. Mutters Magie hält die dunkle Brut auf Distanz. Sobald ihr geht, ist alles offen. Die Horde ist weitergezogen. Ihr könntet ihr also ausweichen. Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Wer sagt, dass ich Geld verlangen würde? Gold mag ja seinen Nutzen haben, aber Macht ist viel besser. Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Ich weiß nicht mal, wer dieser Logen überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg.
Seht ihr? Hier ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Wir müssen Loghain zur Rechenschaft ziehen. Warum hat er das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Kaelin hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Den Thron? Er ist der Vater der Königin. Aber ich weiß immer noch nicht, wie er mit Mord davon kommen will. Ihr redet, als sei er der erste König, der den Thron auf diese Weise besteigt. Wacht auf, Junge! Wenn Al-Eamon wüsste, was er getan hat, würde er ihn niemals unterstützen. Das Landting würde ihn niemals unterstützen. Es gäbe einen Bürgerkrieg. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landting. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Ar-Imen und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die grauen Wächter, nicht ich. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Verzeiht, aber ich dachte, ihr beide könntet etwas Unterstützung gebrauchen. Ganz egal von wem. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige.
Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Was benötigt ihr? Nur zu? Im Grunde ist es eine Kampfausbildung. Die Kirche verkündet zwar, dass die Templer nur der Verteidigung dienen, aber lasst euch nicht täuschen. Sie sind eine Armee. Eine weitere Hauptaufgabe der Templer ist die Jagd auf Magier. Dafür lernen wir, Mana zu entziehen und Zauber zu unterbrechen. Möglicherweise, aber dazu besteht meist gar keine Gelegenheit. Die Kirche hält ihre Templer an der kurzen Leine. Wir bekommen Lyrium zur Entwicklung unserer magischen Begabungen. Das heißt, wir werden süchtig. Und da die Kirche den Lyriumhandel mit den Zwergen kontrolliert, nun, den Rest könnt ihr euch denken. Glücklicherweise nicht. Man erhält es erst nach dem Ablegen der Gelübde. Zum Erlernen der Templerfähigkeiten ist Lyrium gar nicht notwendig. Es macht sie nur wirkungsvoller. So heißt es zumindest. Vielleicht stimmt nicht einmal das. Die Kirche lässt ihre Templer normalerweise auch nicht gehen. Sie könnten ja Geheimnisse verraten. Ich bin eine Ausnahme. Ich hatte Glück. Was benötigt ihr? Nur zu. In ihrem jetzigen Zustand? Hier in Ferelden ist das unser Gelände in Denerim, beim Palast. Aber darüber hat Loghain jetzt die Kontrolle. Und er lässt es sicherlich auch beobachten. Daneben gibt es nur noch die Feste von Weißhaupt. Das ist das Hauptquartier aller grauen Wächter von Anderfels.
Es ist 1000 Meilen entfernt. Und ich weiß nicht mal, wie ich Kontakt aufnehmen könnte. Wenn wir also nicht nach Denerim zurück wollen, lautet die Antwort nein. Es gibt keinen Ort, wo wir hin könnten. Letztlich schon. Denn um neue graue Wächter zu haben, muss ja jemand den Beitritt durchführen, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, wie es geht oder was man dafür braucht. Ich weiß nur, es hat mit Lyrium und Magie zu tun. Und die Vorbereitung ist sehr schwierig. Mehr nicht. Solange wir nicht mehr über den Beitritt wissen, sollten wir uns damit anfreunden, dass es im Moment nur uns beide gibt. Bis Hilfe von woanders eintrifft. Vermutlich werden sich die grauen Wächter außerhalb Ferreltons irgendwann fragen, was passiert ist und warum sie nichts mehr von Duncan hören. Sie werden jemanden schicken, aber dem können Loghains Leute in Denerim sonst was erzählen. Vielleicht schicken sie auch niemanden. Wir könnten sie kontaktieren, aber dazu müssten wir Ferrelton verlassen. Und selbst wenn wir Erfolg hätten, wären wir niemals rechtzeitig zurück, um die Verderbnis noch aufzuhalten. Was immer also geschieht, es liegt an uns. Zumindest nicht über die grauen Wächter. Also gut. Was benötigt ihr? Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss. Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Entschuldigt kurz, ein Freudensprung ist angebracht. Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen? Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeths Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Nur ganz selten. Flemeth hatte mich gut vorbereitet. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können. Mut und Dummheit halten sich da wohl die Waage. Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Männer sind stets dazu bereit, einer Frau zwei Dinge zu glauben. Dass sie schwach ist und dass sie einen Mann attraktiv findet. Ich gab die Verletzliche und schmachtete den Hauptmann der Wache an. Ein Kinderspiel. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Ja, manche malen Linien auf Landkarten, ich weiß. Die Welt der Menschen ist sicher ungemein vielschichtig, aber die Unterschiede sind doch meist minimal. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht, wie man sich bei Tisch benimmt, wie man handelt, ohne beleidigend zu werden, das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Ja?
Dann vergessen wir doch die Bedrohung durch die dunkle Brut und den Umstand, dass der einzige andere graue Wächter außer euch eher schlichten Gemüts ist. Dennoch weiß ich natürlich die Absicht eurer Äußerung zu schätzen. Danke. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben. Und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten. Aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Tegan, bitte! Eure Majestät! Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Tegan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Ich glaube, er ist hier, um nach euch zu suchen. Er hat euch auserwählt. Mabari verhalten sich so. Man nennt das Prägung. Soll das heißen, dass uns dieses räudige Vieh jetzt überall hin folgt? Na, großartig. Er ist kein räudiges Vieh.
Betrachtet es als erledigt. Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, dieser Bursche ist Ihr Anführer. Oh, Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir Sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer, ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und der hier scheint bewaffnet zu sein. Der Wegzoll gilt für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Und wenn ich euch das nicht abnehme, wie lösen wir diese missliche Lage? Hat er gesagt, er sei ein grauer Wächter? Einer von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taren Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz unrecht. Vergessen wir den Wegzoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Gerade dachte ich, wir hätten uns geeinigt. Ja! Seid lieber vorsichtig! Schon gut. Wir ergeben uns. Wir versuchen doch nur, über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Ja, natürlich. Wir sollten vorsichtiger sein. Verzeiht mir. Was könnte ich euch schon erzählen? Wir sind noch nicht mal aus dieser Gegend. Nun ja, wir haben Ausschau nach Flüchtlingen aus dem Süden gehalten. Es waren größtenteils Chasend aus der Wildnis und Bauern. Keine Soldaten mehr, also haben wir uns selbst bedient. Wir versuchen, niemanden zu schwer zu verletzen. Von einigen vielleicht. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe verletzter Aschekrieger hier vorbei. Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Es platzt aus allen Nähten. Der Bann und seine Männer sind Taren Loghain nach Norden gefolgt. Es ist also niemand mehr hier, der für Ordnung sorgt, abgesehen von ein paar Templern in der Kirche. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren, versteht ihr? Alle reden darüber, dass die Grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die Dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Taren Loghain konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Dann lasst mich gehen! Ihr macht Witze, oder? Ich könnte nie ein Soldat sein! Ich werde nicht kampflos abtreten!
Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Wie auch immer, wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Ich stimme zu. Habt ihr sie euch schon angesehen? Wir haben Verträge für 3 Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orzammar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken, aber das ist tausende von Meilen entfernt. Also gut, wir können das Lager abbrechen und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Was spielt sich da eigentlich ab zwischen euch und ihm, falls die Frage erlaubt ist? Ihm? Welcher ihm? Soll mir das irgendetwas sagen? Oh, ihr wisst genau, von wem ich rede. Von Herrn Drück mich, knutsch mich da drüben. Na sowas. Seid ihr etwa eifersüchtig? Habe ich euch euren Lieblingsgrauen Wächter weggenommen? Was? Ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin entsetzt. Eure erröteten Wangen. Ihr da, wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Viel Glück, wohin ihr auch immer geht. Ich halte hier nur Wache. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft?
das könnte man so sagen. Die haben vielleicht Nerven. Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ja, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig ausseht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Ja, ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. Die Kirche betreibt noch immer die Anstrengung. Schlagtafel. Das nenne ich Hingabe.
Hast du meine Mutter gesehen? Sie ist wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Das werde ich, aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Du bist wirklich ein freundlicher Mann, wie mein Vater. Ich sollte jetzt meine Mutter suchen. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen grauen Wächtern... Wie ihr meint. Seid ihr der Dienstältere? Es ist seltsam, dass ihr... Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? So, so, wen haben wir denn hier mit? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht... Es scheint, als hätte man uns... Meine... Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Taryn Loghain behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Ja, bringen wir es hinter uns. Wir dürfen uns nicht verausgaben. Ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Bitte nicht. Wartet. Sie haben sich ergeben. Sie sind keine Gegner für euch. Verschont sie. Was sollen wir ihm sagen? Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Der Erbauer hat es mir gesagt. Dann glaubt ihr mir? Oh, ich wusste, dass den Traum wirklich der Erbauer geschickt hat. Die Vision, dass ich euch diene und dadurch seinen heiligen Plan verwirkliche. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke.
Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr meint. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke? Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Mein Hof liegt weit vom Dorf entfernt. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich wegen der dunklen Brut ein wenig besorgt bin. Ich habe auf meinem Land einige Fallen aufgestellt. Und ich habe gehört, dass Gift diesen Bestien ebenso schadet wie jedem anderen auch. Dann sollten sich diese verdammten Taugenichtse von meinem Land fernhalten. Außerdem ist es in diesen Zeiten äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der nachts herumschleicht, etwas Gutes im Sinn hat. Also, könnt ihr Gifte herstellen oder nicht? Das Gleiche hat die älteste Miriam auch gesagt, aber es ist mein Geld und mein Land. Ich will nachts nur ein bisschen ruhiger schlafen können. Das ist bedauerlich. Aber fragen schadet ja nichts. Möchtet ihr stattdessen etwas kaufen? Thank you.
Wie kommt es, dass Taryn Loghain überlebt hat, wenn nicht einmal die Gra... In der Tat. Ich habe gehört, er habe rechtzeitig bemerkt, was die Grauen Wächter vorhatten und seine Männer gerettet. Er ist ein Held und nichts anderes. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Ihr scheint besser bewaffnet zu sein als die meisten Flüchtlinge, die hier durchkommen. Ich will damit nicht sagen, dass ihr desertiert seid oder dergleichen. Ich schätze, ihr könnt selbst auf euch aufpassen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reihen in den Wäldern im Norden. Ich schreibe euch hier alles. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Entschuldigt, ich wollte euch nicht belästigen. Könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Schott, Ibasit Hissach. Ihr gehört nicht. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht? Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat. Der Vorhut des Volkes der Kunari. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwarte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut... Barmherzigkeit! Das hätte ich nicht von euch erwartet.
Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im... Das wiederum... Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer... Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden... Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert? Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Die Leute auf den Arsch. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich werde es tun. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beimer Bauer? Noch nicht, und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohl auf wäre? Was meint... Der Aal leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein... Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier nichts von dem, was... Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beimer Bauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Eine Belohnung? Oh, natürlich. Ich hoffe, ein Sovereign ist genug. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Warum, wenn ich fragen darf? Ich verstehe. Der Aal ist zwar ein beliebter Mann. Was auch immer der Taryn getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Aal. Ihm gilt meine größte Sorge. Der Aal ist schon vor dem Tod des Königs erkrankt. Aber was, wenn der Taryn auch das geplant hat? Derartige Überlegungen gefallen mir überhaupt nicht. Wir sollten selbst nach... Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller... Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später... Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Das ist alles. Ja? Und als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang. Wie ihr meint. Mögen diejenigen, die in... Habt ihr euch je gefragt, ob Andraste wirklich so aussah? Vielleicht war sie in Wirklichkeit hässlich oder hatte Hasenzähne. Wer sollte das wissen? Wird erledigt. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen.
Lasst ihn unsere ehrliche Hingabe und unendliche Verehrung hören. Ich werde es tun. Und möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Und möge der Erbauer dann... Und möge der Gesang des Lichts sie dann leiden. Möge die Menschheit fliehen. Möge das Licht sein. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich eure Begleitung schon kenne. Seid gegrüßt. Möchtet ihr der Kirche etwas spenden? Nie zuvor war unsere Not größer. Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Ich danke euch, mein Sohn. Was kann ich also für euch tun? Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Und was haltet ihr davon, Leliana? Ihr kennt euren Gefährten besser als ich. Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt? Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Schattenweinen Trost finden, mögen diejenigen, die nach dem Leben. Bitte! Es ist besser, sie... Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns! An diesem Mann! Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen... Bitte aufhören! Aber er hat doch recht! Der Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden! Nein! Rührt mich nicht an! Ihr bringt Böses und Verderben! Das ist das Ende! Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden, nach Denerim. Jetzt, wo dieser verfluchte Chasen fort ist, verschwinden vielleicht auch meine Kopfschmerzen. Ihr habt eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe... Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. So soll es sein. Lasst mich frei, und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Ich habe mein Leben im Kampf verbracht.
Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Verflucht und verdammt! Ja. Sei kein Narr!
Menschen. Der Erbauer schütze uns! Du hast dein Schicksal herausgefordert. Jetzt ist es so stark. Noch mehr nach. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ich... Aber das Kopfgeld, das auf euch... Angriff! Weitere Feinde erwarten uns! Seid vorsichtig! Ihr meint. Chaos. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Es wird keine Gnade geben! Sehr schön. Ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Ich könnte das machen.
Schon unterwegs. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Ihr Mike. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Schnell! Wir müssen kämpfen! Noch mehr Nahkampf! Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Wird erledigt. Werde es tun. Als erledigt. Wie ihr meint. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Gesegnet seien die Hüter. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Aber gern.
wie ihr meint. Ich werde es tun. Sehr schön. Wird erledigt. Gesegnet seien die... Und die Sterne standen, alles verstummt. Wie ihr meint. Jemand muss uns helfen! Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurem... Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag Hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Wie ihr meint. Dann erlaubt mir euch erneut zu danken und Lebewohl zu sagen. Sag auf Wiedersehen, Junge. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir... Sobald dieser Schlamassel beseitigt ist, verschwinden wir von hier. Vielen Dank für eure Hilfe. Wird erledigt.
Sobald dieser Schlamassel beseitigt ist, verschwinden wir von hier. Vielen Dank für eure Hilfe.